seit 1913 im Dienste unserer Kunden. Radsport und Kino Grassinger in Lambach. www.grassinger.eu. Auto Püringer. Viele Marken, fairer Preis. Auto Püringer. Der Spezialist für Jahreswagen. auto-püringer.at. Sie sollten uns besuchen. Tag der offenen Tür in der Fachschule Mistelbach. Freitag, 20. November von 14 bis 18 Uhr. Machen Sie sich ein Bild von unserer Schule. Persönlich oder im Web. Machtig, trachtig, künftig, zünftig. Mit exklusiver Trachtenmode der Trachten-Wichtelstube in Ed bei Lambach. Die 1000 Quadratmeter große Verkaufsfläche mit ebenso großem Lager und die hauseigene Schneiderei bieten den Kunden eine Vielfalt an Trachten. Von sportlich bis traditionell in allen Preisklassen. Von Kopf bis Fuß, Trachten-Wichtelstube. Gelände des Pferdezentrum Stall Paurer sind am 15. November 2015 nicht die Vierbeiner, sondern Frauen und Männer auf ihren Drahteseln unterwegs. Cheforganisator Walter Ameshofer hat zum Stelldichein der besten Radquerfeldeinkrecks aus dem In- und Ausland geladen. Wir sind da mal im Zentrum gewesen, selber mit dem Rad durchgefahren und haben gedacht, die Location wäre eigentlich gut, weil wir haben ja schon mal Staatsmeisterschaften gemacht 2003, das war am Fitnessparcours hier in Stallbaurer und haben gesagt, Pferdezentrum, das kann was, haben nachgefragt und eigentlich die Leute, die was hier die Chefs sind, waren auch von der Idee begeistert und seitdem machen wir das. Ich finde es sensationell und bin sehr dafür, dass auch solche Sportveranstaltungen auf unserem 16 Hektar Gelände stattfinden. Es passt einfach auch gut zusammen, einerseits das vierbeinige Pferd und dann mit dem Rad. Ich finde, das passt toll und außerdem das Gelände eignet sich hervorragend. Wir verwenden ja dieses Gelände auch für Vielseitigkeitsturniere, wo es auch bergauf und bergab geht und über Hindernisse. Naja, und heute erleben wir das hier mit dem Rad. Ich finde es klasse. Der actionreiche Sport feiert derzeit in unserer Alpenrepublik wieder fröhliche Urstände. Nach 7 Jahren, in denen man in Österreich wenig mit der Fahrradfahrt durch das Gelände anfangen konnte, bringen gerade solche Top-Veranstaltungen wie jene in Stallpaurer wieder frischen Wind in die Szene. Die letzten 10 Jahre, das 8 Jahre eigentlich, ist die Szene immer größer geworden, Gott sei Dank durch so Initiativen wie Stallpaurer mit Walter Ameshofer. Dass auch die Fans damit sehr viel anfangen können, zeigen die weit über 1000 Besucher im Pferdezentrum, wobei hier noch sehr viel Luft nach oben ist. Wäre mein persönlicher Traum natürlich, dass er vielleicht in Österreich einmal eine Weltmeisterschaft hätte. Ich habe mir jetzt ein paar verfolgt, in der Tschechei und in Belgien, in St. Wendel, im Saarland. Das sind 90.000 Zuschauer. Das wäre durchaus als Tourismusland sehr interessant für uns. Dass auch die Kleinen und Kleinsten mit dem Querfeldeinsport ihre Freude haben, zeigt sich im Traunviertel ebenfalls. Beim Mini-Grand Prix treten die Stars von morgen fest in die Pedale. Auf öffentlichen Straßen dürfen dabei die meisten der jungen Pedalritter noch gar nicht unterwegs sein. Wobei das Wort Pedalritter nicht für alle zutrifft. Das Gefährt dieser jungen Dame hat noch gar keine Pedale, aber schnell und vor allen Dingen mit sehr viel Spaß ist sie dennoch unterwegs. Vielleicht rettet sie ja in einigen Jahren die Ehre des schwachen Geschlechts. Denn dem dürfte dieser Sport doch etwas zu stark sein. Lediglich 5 Ladies stehen beim Frauen-Grand Prix hinter der Startlinie. Ich weiß, dass viele Frauen Rad fahren, auch Rennrad oder dementsprechend Rennen fahren, aber sie trauen sich halt nicht immer hier an den Start stehen. Und ich glaube auch, der Schmutz, der im Querfeldeinsport vorhanden ist, schreckt doch einige Damen ab. Den Siegerscheck holt sich die österreichische Staatsmeisterin Nadja Heigl. Hinter der 19-jährigen Korneuburgerin fährt die Slowakin Stefkova Kesek über die Ziellinie. Ganz anders sieht das Starterfeld bei den Herren aus.
Darin tummeln sich Welt-, Europa- und Staatsmeister, wobei viele Meister nicht aus dem Fach Querfeldein, sondern aus den Bereichen Bahn, Straße oder wie Eliminator-Weltmeister Daniel Federspiel aus der Mountainbike-Branche kommen. Ja, das ist schon mal ganz was anderes. Während der Saison bin ich nur mit dem Rennrad unterwegs. Konnte dieses erste Mal bei der Tour de France dabei sein, das war wirklich cool. Aber hier Charles Bauer Cycle Cross, das ist ganz was anderes. Da kommt so die Technik ein bisschen zugute oder muss man können. Und für mich ist es immer ein guter Ausgleich. Auch auf der Straße braucht man manchmal so ein bisschen Fähigkeiten bei rutschigen Kurven zum Fahren, und da ist Cycle Cross eine gute Möglichkeit, das zum Lernen. Ich bin als Jugendfahrer ziemlich viel Querfeld eingefahren, habe da auch mal einen Meistertitel gewinnen können, aber es ist schon einige Jahre her, ich habe mich dann doch auf die Straßenfahren spezialisiert, vor allem konzentriert. Ja, es macht mir einfach Spaß, und der Heimatverein. Lukas Bürstelberger hat dann. Es ist lustig und ich bin dabei und ich freue mich. Für Weltmeister Federspiel und den Lokalhero aus Schwanenstadt, Lukas Bürstelberger, läuft es im Gelände nicht nach Wunsch. Der Eliminator-Champ fällt aus, Pösti wird nach technischen Problemen nur 24. Etwas besser ergeht es Ex-Stundenweltrekordler Brändle. Er beendet den Grand Prix als 15. Ganz vorne fährt Martin Haring ein relativ einsames Rennen. Der Slowake fährt dem Siegerscheck ganz locker entgegen. Die Prämie für Platz 2 geht in unser Nachbarland Deutschland. Der Empfänger heißt Lukas Meiler. Mit der Unterstützung der weit über 1000 Fans an der Strecke schafft der junge Mann aus der Steiermark, Karl-Heinz Gollinger, Einmaliges. Er steht als erster rot-weiß-roter Crack am Stadlinger Podest. Rang 3, eine ganz starke Leistung. Dieses ganz stark gilt auch für das Orga-Team RC Grassinger-Lambach. Was die Damen und Herren da im Pferdezentrum Stadl Paura auf die Beine stellen, ist eine Top-Sache. Mit derartigen Veranstaltungen wie dem 8. Internationalen Sparkassen Querfeld 1 Grand Prix braucht einem um die Zukunft des österreichischen Rad-Querfeld-Einsports nicht wirklich bange sein.